Wer das verpasst hat, sollte sich schämen. Oder sollte sich auf YouTube nochmal anschauen. Oder das. Das wird ja ab heute schon alles hochladen. 13 Folgen lang voller One Piece, was gestern alles gemacht wurde. 13 Folgen? Das sind insgesamt 13 Folgen, die ich daraus geschnitten habe. Ja, wenn ich das schneide, dann werde ich so machen, dass es wahrscheinlich nur 7 Folgen sind. Mhm. Um dann passend zum nächsten Stream wieder frei zu sein für die nächsten. So, was zur Hölle war das gerade? Wieso? Pass auf. Hast du gesehen? Was? Hast du es gesehen? Du hast nach vorne geschmissen, ist wieder zurückgekommen? Ja. Was? Zum. Okay. Das hat gerade voll strange ausgeschaut. Oh ja, das war wirklich nicht gerade. Das war bei 6 Metern. Ich glaube, das ist anscheinend irgendwie die Decke über dir erwischt. Ich weiß nicht, wie oder was du da gemacht hast, aber ich glaube, du hast irgendwie die Decke über dir erwischt. Das ist einfach die Kraft von Zorro. Ja. So in etwa. Das ist der einzige Mann, der auf 6 Meter werfen kann. So lang ist die Angel nämlich schon. Oh, das wird aber schon eine Weile dauern, bis ich den Elefantenthunfisch habe. Auf Meter kriegst du noch. Da, schon wieder! Fische. Schau mal das an! Moment. Schauen wir mal. Ich glaube, du haust gegen einen Eiszapfen da oben die ganze Zeit. Kann sein. Ich habe mich jetzt ein bisschen gedreht. Ah, oh, das ist schon wieder kein Elefantenthunfisch. Dann brich es ab. Mach ich doch. Gut. Ich denke, über den Elefantenthunfisch werde ich merken, oder? Ich denke mal schon. Auch keiner. Mann! Ah! Ich werde echt noch zum DK. Mhm. So. Möchtest du dich wehren, kleiner Freund? Oh, das ist du musst bei einer. Dem Eisberg angeln, schreibt da einer. Eisberg? Bei diesen Eiszapfen, die da aus dem Wasser ragen. Da hinten, wo ich jetzt gerade hingeworfen habe? Wahrscheinlich, ja. Ah, oh, das ist schon ein bisschen. Der ist ein bisschen happiger. Ah, komm her. Dich hole ich mir. Du wirst in mein Aquarium gesteckt. Dann wirst du von Haien gefressen. Dann wächst Markus auch noch ein Bart. Ist ja nicht so, dass ich kein Haar hätte. Gut, ich habe ihn vorgestern erst rasiert oder so, aber. Also spreche ich erst noch nicht lange. Aber du hast keinen wallenden Bart, so wie ich. Das stimmt. So, was hatten wir? Oh, schon wieder Eissonnenfisch. Du scheiß Eissonnenfisch. Gut gebrauchen. Ich will aber keinen Eissonnenfisch. Auf ein Gericht gut gebrauchen. So, näher als das kann ich nicht mehr zu diesem Eisberg. Und wow. Ich war sogar im Eisberg drin. Hast du quasi aus dem Eisberg rausgezogen. Okay. Nochmal! Mach einen Stream mit Herr DK und dann battle, wer den besseren DK abgeben würde. Es ergibt keinen Sinn. Nein. Ach, es ist so langweilig, wenn kein Fisch kommt, was ich will. Dürfen die Leute deine Vögel sehen? Nee, weil die schlafen ja schon fast. Die möchte ich jetzt nicht noch aufschrecken. Man hört das Schlafen im Hintergrund. Ja, ich sage auch fast, die sollen schlafen. Die kommt anscheinend wohl nur zwischen 50 und 60 Meter. Glaubt da jemand? Sicher? Keine Ahnung. Dann werfen wir mal 55 Meter. Jo. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Du kannst auch über 55 Meter davon einfach so lange einziehen, bis du bei 55 bist. Ach so. Auch eine gute Idee. So, jetzt kommt her. Beißt an. Ja. Und dann einfach nicht an, noch nicht ziehen, einfach während die dann schon anbeißen vorher, ne? Ja, klar.
Das ist auch kein Elefantenthunfisch. Charlie Chaplin hat auch einen Charlie Chaplin Imitationswettbewerb den dritten Platz belegt. Wow! Wow! Okay, entkommen. Das war aber kein Elefantenthunfisch. Sicher? Mhm. Ziemlich. Der hat nicht so stark gezogen. Teufelskräfte der CP9-Agenten. Hm? Sind ziemlich tierisch. Mhm. An sich haben ja alle aus der CP9 was mit Tieren zu tun. Kannst du mir sagen, welche, Markus? Einmal Giraffe, einmal Wolf, mhm. Tiger, Leopard. Oder Leopard. Mhm. Und was auch immer sie sein soll. Also Bär, Bruno ist glaube ich Bär, oder? Mhm. In der Way, ein Ochse. Oder Ochse, ja, okay, stimmt. Bär mit Hörnern ist relativ selten. Mhm. Kalifa ist ein Schaf, genau. Okay, wen habe ich jetzt vergessen? Das ganze Schaum halt quasi als Wolle, in Anführungsstrichen. Wen habe ich jetzt vergessen? Die Eule. Ah ja, stimmt, die Eule gab's noch. Und Komadori? Der Typ mit seinem Stab da, mit der mit seinen Haaren rumspielen kann. Oh Gott, keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, das soll sowas wie ein Löwe sein. Echt? Ja. Du könntest doch mal die Abenteurerfische mal verfüttern. Gleich. Oh, hier wird sich einer mehr. Ich glaube nicht, dass es ein Elefantenthunfisch ist. Der wehrt sich nämlich zu gering. Also ich weiß ja nicht, wie stark sich ein Elefantenthunfisch wehrt. Du hast doch bisher nur einen an der Angel bisher gehabt. Hä? Du hast doch bisher nur einen einzigen an der Angel mal gehabt. Mhm. Yay! Hast du endlich einen? Mhm. Gut. Gott sei Dank. So, lassen wir das mal ganz kurz stehen. Hm. Abenteuerfisch. Zack. Aber noch einen. Die Pinguine ist der Markus erstmal am Fressen. Ja. So. Jetzt hast du noch zwei Pinguine im Inventar. Ich habe keine Ahnung. Hm. Die Asche kannst du sich auch verfüttern. Ja, mach ich dann gleich. Gut. So, erstmal die sterben lassen. Ich kann das Jungle King-Lied nicht, von daher kann ich auch nicht mitsingen. Und ich auch nicht. Weißt du, was mir gerade nebenbei so einfällt? Nein. Oder eher auffällt? Nein, was? Wo sind deine langen Haare hin? Meine langen Haare? Mhm. Die habe ich sehr gut hinter meinen Kopf versteckt. Alles eine Sache des Föhnens. So, so. Ja. Also es gibt sie schon noch. Ich werde sie so schnell auch nicht loswerden. Sieht man echt nicht mehr bei dir. Sieht aus wie kurze Haare. Nee, wie kurze Haare nicht. Eher wie Gigolo-Haare. Kurze Haare. Verdammt, beinahe hätte ich es geschafft. So. Ah, den Pinguin brauche ich jetzt gerade nicht holen. Nein, wir wollen nicht so Gekings Lied singen. Also ich habe genau insgesamt 2 goldene Früchte in dieser Runde gekriegt. Das ist echt ist Pech. Ja, schon, ne? Du kannst aber damit zweimal die High-Miso-Flosse machen. Mhm. Das werde ich auch. Ich kann eine Zeile aus dem Sogeking Lied. Lulu lalalu. Sehr gut. Mhm. Wem kriege ich es denn? Nami und Lissab. So. Naja, das Thunfischsteak will ich jetzt nicht machen. Ich brauche hier auf jeden Fall noch eine Muschel mit einer riesigen Perle. Mhm. Hier brauche ich Wesen lässt es Kräuter wachsen. Was? Ach so, das Ding. Ja. Mm.
da kommst du nicht hin. Lebewesen aus uralten Zeiten. Wieso komme ich da nicht hin? Weil du dafür eine Leiter bauen müsstest. Oh, ich brauche 3 von den Sturmmäusen. Hm? Geh einfach mal wieder da hoch, um noch mehr Goldfrüchte zu sammeln. Ja, muss ich auch. Ich brauche noch eine Möwe und noch eine Muschel. Und da brauche ich 3 Faustkrebse. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Goldfrüchte sammeln. Ganz viele Goldfrüchte. Hm? Halt, aber die Möwe kann ich mir holen. Mhm. Die brauche ich nämlich. So, Sogeking ist schon eine coole Sau. Oh ja, Sogeking ist super. Wobei ich mir wünsche, dass er im Anime ein bisschen stärker gewesen wäre. Aber okay. Ich fände es cool, wenn er mal wieder vorkommen würde, jetzt nach dem Timeskip. Ja, mal auch schauen. Auch wenn Lysop jetzt nicht, ihn eigentlich quasi nicht mehr nötig hat. So, eine Möwe mehr. Passt. Und ein Geheimnisei. Auch nicht schlecht. Wir schießen uns nach oben. Ja, in der Küche könnte man auch ein paar Fallen aufstellen, um Sturm Mäuse zu bekommen. Aber die sind einfach nicht gut, die Fallen. Du musst es quasi wirklich perfekt im richtigen Moment zurückkommen, um quasi was aus der Falle zu nehmen. Ansonsten entkommt es einfach. Ja. Ist im zweiten Teil viel besser. So. Dann schauen wir mal. Hier ist, glaube ich, nichts gewesen, oder? Ja, okay. Kein Pinguin für den Drago. Hier vielleicht irgendwo was? Auch nicht. What the fuck? Wollen wir heute gar nichts geben, oder? So. Vielleicht. Dann schauen wir mal. Wir haben hier eine Goldfrucht. Immerhin. Und hier haben wir wieder die Mammutkröte. Immerhin. Zack. Diesmal sogar gefangen, wenn man sich mal anschleicht. Und nicht wie ein Bekloppter drauf losrennt und sagt, ja, ich will dich haben! Ja, das ist für gewöhnlich eigentlich die bessere Methode. Also wenn jemand langsam zu mir kommen würde und mir, keine Ahnung, was sagen würde, würde ich ihm eher zuhören, als wenn er auf mich zuläuft und mich anschreit und meint. Ja, genau. Das hat sich die Mammut heute wahrscheinlich auch gedacht. Denkt auch, da kommt gerade ein Verrückter mit einem Netz an und denkt sich, er könnte mich fangen. Ich hau ab. Wie lange der Stream geht? Keine Ahnung, solange ich Lust habe. Es ist Samstag. Und ja, wir wissen, dass es das Bild vom zweiten Teil ist. Das war... Marcus hat aber keine Lust gehabt, Google zu benutzen, um ein besseres zu finden. Ich habe Google benutzt, um das zu finden. Ist doch schon mal toll, oder? Ja, aber du hast Google nicht lange genug benutzt, um noch ein anderes zu finden. Stimmt, da hast du recht. Nein, ich wollte, habe das App absichtlich so gemacht, um euch sozusagen die Herausforderung gestellt, ob ihr das erkennt, dass es eigentlich vom zweiten Teil ist. Und ihr habt euch gut bewertet. Mhm. Genau. Bewährt. Ihr habt euch gut geschlagen. Oder so. So. Sturm, Maus. Ich hab sie schon. Gut. Nee, du musst ja bedenken, bei mir ist eh alles mal gut 5 Sekunden zurück. Ah, weil du mir ja keine Bildschirmübertragung geben möchtest. Ja, weil sonst dein Internet scheiße ist. Es ist dein Internet. Oder mein Internet, das ist egal. 100 Mbit Leitung, mein Internet ist nie schuld. Ja. Auch wenn ich nicht die 100 Mbit zur Verfügung habe, trotzdem. Ich habe eine 32 Mbit Leitung und ich habe fast alles zur Verfügung. Ja, ich habe meistens um die 60, glaube ich, runter und 6 hoch zur Verfügung. Kurzes Päuslein können wir eigentlich machen. Wenn ihr wollt. Machen wir dann gleich, wenn wir wieder auf dem Schiff sind, machen wir eine kurze Pause. Bam, da ist nichts drin. Mann, seid doch nicht so geizig mit den goldenen Früchten. Es gibt doch nichts. Geht doch nicht. So. Hier, das Eis holen wir uns mit. Können wir auch verkochen. Nicht die Goldfrucht. Ja. Die Dinos. Wer sie nicht kennt, ne? Die Dinos waren toll. Anscheinend kannst du mit Zorros Sprungattacke auch diese Eisblöcke kaputt machen. Echt? Warte mal. Tatsächlich. Du bekommst nur kein Eis, glaube ich, daraus, wurde geschrieben. Tatsächlich.
Aber gut, es macht Sinn, ne? Es ist immerhin Feuer gegen Eis. Ja, da würde mich interessieren, ob ich mit dem Diabolschamp auch die Dinger kaputt machen kann. Wahrscheinlich ja, es ist auch Feuer. Ja. Genauso dann vielleicht mit dem Fresh Fire. Vielleicht das auch, ja. Mit dem Fresh Inkontinent so. Das war wieder mal eine sehr reiche Ausbeute. Ja, voll, ne? Wieder ganze zwei Stück, oder? Zwei Stück waren's. Drei, oder nicht? Zwei. Na dann zwei. So, dann schießen wir uns gleich mal nochmal hoch, bevor wir jetzt irgendwas machen. Du wolltest doch eine kurze Pause machen. Ach stimmt, genau. Dann kochen wir ganz kurz in der Pause. Und dann geht's weiter. Leute, kurze Pause, jetzt ist es 48, ich würde sagen, bis 23 Uhr machen wir eine Pause, das sind 12 Minuten und dann geht es weiter. Dankeschön. Ich finde es interessant, dass deine kurzen Pausen länger sind als meine normalen Pausen. Ja, du, das sind deine Pausen sind keine Pausen. Eben, Jan. Ja, das sind kleine Pipi-Pausen, mehr nicht. Kurz auf Toilette gehen, sich kurz nochmal, keine Ahnung, irgendwas zu essen holen und Pause fertig. Ja, genau. Das ist keine Pause, Jan. Doch. Nein. So. Da, das können wir machen. Dann können wir zweimal davon was machen. Ja, cool. Dann bekommt der was und der was. Wir haben noch drei Haie. Und das können wir machen. Piratenmittag. Kannst wieder mal echt eine Menge Sachen machen. Ja, Gott sei Dank. Wobei, die Kröten kannst du doch, glaube ich, in einem von den Seekönige-Menüs benutzen. Ja, aber da kriege ich genug davon. Also okay. Von den Kröten kriege ich echt genug. Ja, hier beim Grillfleischfest. Dann passt's auch so. So. Meine Pausen gleichen den 5-Minuten-Pausen aus Schulen. Ja, dann soll ich euch auch nicht überverwöhnen. Ja, seht ihr das? Jan ist einfach... Wir spielen hier generell immer das gleiche Spiel nach. Immer böser Let's Player, guter Let's Player. Jan ist in dem Fall der böse Let's Player. Ich bin in dem Fall der gute Let's Player. Nein. Ich mache weniger Pausen und dafür mehr Stream. Du bist der böse Let's Player. Du gönnst den Leuten sich nicht ausreichend... sich zu erholen. Ich mache auch mehr Stream. Warum sollten sie sich erholen von etwas, was nicht anstrengend ist? Das sagst du jetzt. Ja, siehst du, ja. Markus mag seine Zuschauer halt. Im Gegensatz zu Jan. Ich mag sie in dem Sinn, indem ich sie einfach länger bei mir lasse. Du lässt sie einfach weglaufen. Nein. Und die Hälfte kommt nicht wieder zurück. Doch. Die kommen alle wieder. Markus, war Kita schon vor der Kamera? Nein, und wird auch nicht. Doch, doch, war sie. Kurz war sie. Ich bin auch der Teufel, stimmt, ich darf so sein. Jan ist ein sehr böser Let's Player. Nee, ich bin ein sehr böses Let's Play. Ach stimmt. Jan ist ein sehr böses Let's Play. Darfst du den Unterschied nicht vergessen. Man kann auch 12 Stunden ohne Pause streamen. Das stimmt, Malte. Zum Beispiel, wenn man einen Speedrun macht, da macht man gar keine Pausen. Ja, bei einem
Speedrun wäre es wahrscheinlich ziemlich dämlich, wenn man Pause macht. Also wenn man so einen richtigen Speedrun macht mit Zeit und alles Mögliche so richtig. Wenn man nur so das Speed-Achievement wie ich mache in Tales of Vesperia, kann man zwischendurch eine Pause machen, weil es eher auf die Ingame-Zeit geht. Wie bitte? Ich hab dir gerade nicht zugehört, sorry. Passt schon. Ich war gerade auf den Chat fixiert. Und ich, du kennst mich, ich bin nicht multitaskingfähig. Dann habe ich ein Spiel, was du sicher auch nie im Leben spielen könntest. Welches? Du musst da gleichzeitig mit WASD und den Pfeiltasten zwei Katzen auf einem auf einer Regenrinne auf verschiedenen Wegen entlang laufen lassen. Boah, ohne Witz, das hat mich bei Ni No Kuni schon so angesackt. Genau, wie in Ni No Kuni, nur noch schwerer. Aber das war lustig. Ja, aber das andere, was ich hier habe, das würdest du wahrscheinlich nicht schaffen. Das kann sein. Ich hab's auch nicht geschafft, ich hab's aufgegeben. Die Sache ist, ab dem dritten Level sind die Katzen andersrum. Sprich, die du mit Pfeiltasten steuerst, ist auf der linken Seite und die mit WASD ist auf der rechten Seite. Oh, das war bei Ni No Kuni auch kurz mal so. Aber bei Ni No Kuni hast du mehr Zeit. In dem Spiel nicht. Sehr gut. Von daher, ich hab's nicht geschafft. Du hast so mehrere Sachen nicht geschafft, Jan. Ich sag nur Mega Man Zero. Ja. Wer ist eigentlich dafür, dass Jan Mega Man Zero spielt? Ich mach das, wenn du Super Metroid Impossible durchspielst. Das ist ein Deal. Also die Qualen, du bei das Super Metroid Impossible durchleben musst. Das ist ein Deal, das mache ich im Stream. Dafür, dass du dann... Aber du musst es durchspielen. Mit Zeitangabe. Also mit Zeitvorgabe meine ich auch. Nein. Dass du jetzt ein Jahr lang daran sitzt, das zu machen. Nein. Ich werde das schon machen. Nach und nach. Aber wenn ich es dann durch habe, musst du es dann auch durchspielen. Das ist ja nur gut, wenn ich dann länger brauche, weil dann brauchst du so schnell nicht Mega Man Zero spielen. Also gar nicht Mega Man Zero spielen. Ja, wenn ich es nicht schaffe. Was aber nicht was du nicht schaffen wirst. Na doch, natürlich schaffe ich das. Mit ewig langen Gesave-State und Slowdown und keine Ahnung, was alles mögliche. Mal schauen. Es könnte trotzdem schwer werden. Ich muss erstmal die Moves lernen, richtig. Und perfekt beherrschen. Ja. Dann gib ihm einfach Cats für den Stream. Cats? Ja, wahrscheinlich das Spiel, von was du gerade geredet hast. Ach so, ja. Wo ich mich so dämlich dann anstellen werde. Ja. Würdest du wahrscheinlich. Nein. Ich doch nicht. Ich stell mich doch nie doof an. Oder du könntest auch Demon's Dream spielen. Bitte nicht. Was ist denn Demon's Dream? Ein RPG-Maker-Spiel, was DK letztens angetestet hat. Ah, ich lese einfach mal vor, was ich da als Kommentar dazu geschrieben habe. Ja. Das sollte vielleicht ausreichend sein. Ich muss das nur mal eben finden. Wo war das nochmal? Es wurde zum Glück auf Google Plus auch nochmal geteilt, der Kommentar. Von daher dürfte er damit leichter zu finden sein. Wenn ich mich auf Google Plus erstmal zurechtfinde, das ist erstmal die Sache. Bin ich ja schon gespannt, was dann kommt. War das hier? Nee, hier? 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 Ach, Google Plus. Ich komme mit dir ganz und gar nicht klar. Gut, machen wir es anders. Ich gehe über YouTube zu Google Plus. Ich glaube, das ist einfacher Dead als von Space. Google zu Google Plus. Dead Space hat Spaß gemacht. Das werde ich auf jeden Fall irgendwann weiterspielen. Weiß aber noch nicht wann. Ich habe im Moment laut Streaming-Liste ziemlich viel vor. Also ich habe die nächsten Wochen definitiv schon voll. Also das Spiel hat vor allem erstmal eine Abneigung gegen Kommata. Echt? Und gegen Groß- und Kleinschreibung. Größtenteils. Cool. Ach ja, und es gibt keine Kirsche. Was, es gibt keine Kirsche? Jetzt frage ich einfach mal, wofür Kirsche wahrscheinlich verschrieben. Oder wo verschrieben wurde, dass da im Endeffekt Kirsche rauskam.
Kirche? Jo. Okay. Sehr schön. Es ist immer noch besser als die letzte Schlacht der Elfen. Das stimmt. Aber ich sag mal so, etwas zu unterbieten, was schon das Niveau von letzte Schlacht der Elfen hat, ist schwer. Sehr gut. Sehr schwer. Wenn man das nicht gerade mit Absicht macht. Weil die Sache ist ja, die letzte Schlacht der Elfen war ja ein ernst gemeintes Spiel. Auf dem Niveau, wenn ich das mal so beleidigen darf, dieses Wort. Und, ja, ernsthaft, wieder da unten anzukommen, das ist echt, das wäre eine Kunst. Wann ich Pokémon weiterspielen werde? Welches Pokémon denn? Ach so, stimmt, mein Randomizer im Stream. Wenn ich Chris einmal dazu bekomme, mal mitzustreamen. Ich wollte ihn für den Stream dabei haben, um direkt im Anschluss danach noch was anderes mit ihm zu machen im Stream. Mhm. Shuttle Action. Nicht zwingend. Aber irgendwas, wo du auch dabei sein wirst. In einem der zukünftigeren Streams. Jetzt habe ich Angst. Davon weiß ich nämlich noch gar nichts. Ja, das habe ich dir jetzt auch zum ersten Mal erzählt. Okay. Von daher, ich muss jetzt mal warten, bis Christian zustimmt, dass wir dann mal einen Stream machen und dann kommt erstmal Pokémon-Finale und... Finde ich übrigens saugeil, dass du die Sachen so selbstverständlich ansiehst, so, ja, wo du dann auch dabei sein wirst. Okay. Ja, ist kein Problem, ich bin gerne dabei. Finde ich aber trotzdem lustig. Natürlich, ich zwinge dich einfach dazu. Ja, dann hast du mich lieb. Natürlich, sonst würde ich dich ja nicht zu solchen Sachen zwingen. Jetzt habe ich Angst. Was? Christian ist bei Funk im Stream? Boah. Jetzt fühle ich mich verraten. Ja, ich auch. Das ist schon dreist hier. So ein kleiner Arsch. Was ist eure Lieblingsinsel im Anime? Haben wir das gestern nicht schon beantwortet? Ja, bei mir war es, bei Jan war es glaube ich Alabasta. Und ja. Skype, ja. Alabasta. Und bei mir war es Skype, ja. Ja, ich bin immer so spontan. Ja. Der spontane Jan. Von Frank bekommt man sowieso mittlerweile gar nichts mehr mit auf YouTube. Ja, außer dass er halt immer Stream-Ankündigungen macht. Ja, den gibt's dort einfach nicht mehr so wirklich. Den gibt's nur noch auf Twitch. Leider. Ich habe mir seine Let's Plays echt gerne angeschaut. Ich warte immer noch so auf die Fortsetzung von so einigen Let's Plays. Werden nicht kommen. Wenn ich mal so auf die Liste gucke, was er so an offenen Let's Plays noch hat. Einfach mal Ghosts and Goblins, was er letztens ja noch angefangen hat. Letztens. Star Tropics 2. Donkey Kong Country Returns. Metroid Other M. Final Fantasy 7. Die Liste kann nur länger werden, nicht kürzer. Weiter geht's. Okay. Ja, der Spontanstream mit, Dinges, wer ist das? Rogue Legacy war auch ziemlich cool. Ich fand es vor allem sehr interessant, dass dafür, dass es ein Spontanstream war, waren sogar über 100 Leute mit dabei. Das ist cool. Um Mitternacht angefangen. Das ist echt cool. Das hat mich auch sehr verwundert. So. Holen wir uns weiter goldene Früchte und Sturmmäuse und allen möglichen anderen Scheiß. Eine einzige brauchst du noch, oder nicht? Ja, eine einzige Sturmmaus brauche ich, definitiv. Aber ich würde mal gern mehr als zwei goldene Früchte haben. Das wäre voll cool. Oh, ein Pinguin ist da. Das ist schon mal wenigstens etwas. Ja. Ich habe keinen Hasscharakter in One Piece. Ich mag irgendwo. Ich sag nicht, dass ich alle mag, aber wenn, dann mag ich einfach nur einen Charakter ein bisschen weniger als andere. Ja, ich mag Warpol nicht. Warpol ist absolut der. Er ist irgendwo doch wieder witzig. Nein. Er ist eine Witzfigur. Nein, er ist einfach nur scheiße. Ich weiß nicht, ich mag Warpol einfach überhaupt nicht. Mein Lieblingsadmiral ist Aokiji. Aokiji ist cool. Definitiv. So, Nummer 1. Akainu ist sowieso einer der meistgehassten One Piece Charaktere. Da war noch einer. So, zwei goldene Früchte haben wir an einem Baum. Das kann ja nur noch besser werden. So.
Eine Mammutkröte. Das heißt, das waren alle goldenen Früchte für diese Runde. Ja. Denke ich. So, holen wir uns mal ein bisschen Fleisch. Wenn Zorro Lust hat, da dran zu hacken und nicht immer drüber zu hauen. So. Was lachst du schon wieder? Ich finde das nur sehr witzig aus, wie du mal wieder drüber haust. Ja, das muss man auch können. Das habe ich perfektioniert. Das drüberhauen. Da hat jemand seinen Flunkiefer nach Warpol benannt. Nach Warpol benannt? Weil es ein Stahltyp ist mit einer großen Fresse. An sich keine schlechte Idee. So. Ich vergesse immer wieder hier zu springen. So. Die Namen, die ich einer Freundin für ihre Flunkiefers gegeben habe, waren Mr. Ne, oder? Nomsi auf jeden Fall, glaube ich. Weiß nicht, ob Mr. Nomnom ich auch vorgeschlagen habe. So, 4 goldene Früchte schon. Was? Ja. Was ist los? Das Spiel ist kaputt. Das glaube ich auch. So, die letzte Sturmmaus. Perfekt. 4 goldene Früchte und ein Vogel. Ja. Sind sehr großzügig heute. Stell dir jetzt vor, jetzt wenn du da runterrutschst, kriegst du nochmal goldene Früchte und noch einen Vogel. Boah, das wäre voll geil. Dann würde ich nicht mehr auf die Straße heute gehen. Du könntest sterben, so viel Glück, wie du da verbraucht hast. Ja, definitiv. Markus broke the game. Das habe ich jetzt in der Pause gemacht. Ich habe. Das Spiel ist nicht zu Markus, das entzieht sich Jans teuflischen Einfluss. So, hier ist nichts. Da fragt jemand, ob er was zum zweiten Teil sagen darf. Zum welchem zweiten Teil? Von One Piece? Unlimited Cruise? Schon, von Unlimited Cruise. Also, da ich bei Jan die ganze Zeit im Let's Play dabei war, ist es für mich jetzt kein Spoiler. Also, ja. Zweimal war ich dabei. Echt eins der meistgespielten Spiele von uns beiden irgendwie, oder? Ja. Ich brenne! Okay, nicht mehr. So, aber keine weitere Goldfrucht mehr da. Schon geizig. Nur 4 Goldfrüchte. Herr Glitch Royale, eher wohl Herr Decay. Dann. Wobei, das ist wahrscheinlich nicht Funkoi, sondern auch Decay damit gemeint mit Herr Glitch Royale. Die käme ja sowieso alle Spiele kaputt. Mit irgendwelchen Bugs, die er findet. Echt? Also der hat ja so in so einigen Spielen so manche Bugs gefunden und dachte sich, jo, gut, dann gehe ich auch so durch. Okay. So, was brauchen wir? Wir brauchen Mehl. Das heißt erste Insel. Jo. So. Warum hast du kein Mehl? Waldinsel. Ich weiß nicht, warum ich kein Mehl habe. Hm. Das ist eine gute Frage. Kehleschlecken droppen Eier nur, wenn man sie fängt, dass sie sich nicht so fangen, dass sie sich nicht wegbewegen. Was? Okay. Echt? Funk kriegt auch alle Spiele kaputt? Das wusste ich nicht. Ich kenn's nur von DK, dass der alles durch glitscht. Hi, 8-Bit. Hallo, 8-Bit. Ocarina of Time kennt keine Wände. Oh ja, Ocarina of Time kann man richtig übel durchglitschen. Ja, aber das kann man fast bei jedem Nintendo 64 Spiel. Vergessen. Majora's Mask. Majora's Mask genauso. Spiel an einem Zyklus durchspielen. Ja. Das ist möglich. Indem man sich durch die Feenbrunnen durchglitscht. Weil ich weiß nicht, ob das so viele wissen. Die Feenbrunnen in Majora's Mask sind alle in Anführungsstrichen auf einer Map, sag ich mal. Eine Ebene, ja. Ja. Also mehr oder weniger, keine Ahnung. Einer ist hier oben links, der andere ist ein bisschen weiter unten rechts davon, dann da unten links noch einer und unten rechts und so weiter. Und die hängen halt quasi auf allen Map und man kann, wenn man es richtig macht, sich quasi von einem Feenbrunnen zum anderen rüber bomben. Oder man macht es wie Malte mit seinen Schattenlurchen. Was, mit seinen Schattenlurchen? Oh Gott.
Ich muss mir echt mehr Streams von Malte anschauen. Er hatte einen sehr interessanten... Ja, Schatten. Du kennst ja die Schattenlurche da aus Kingdom Hearts, ne? Ja. Diese kleinen, schönen Viecher. Er hat es in Agrab anscheinend so geschafft, einen so wegzuschlagen, dass er in der Wand hängen blieb und sehr komische Bewegungen machte. Ich glaube, ich weiß, was du mit sehr komischen Bewegungen meinst. Ja, sehr, sehr komische Bewegungen. So, der neue Eintopf. Wer kriegt das denn? Ja. Sexy Lurch-Time. Wem gebe ich das? Ich glaube, ich mag es Ruffy geben. Okay. So. Ruffy muss noch stärker werden. Der Pseudo-Kirschkuchen können wir auch noch machen. Wobei ich mich da frage, Malte, du meintest ja, dass Kingdom Hearts 1.5 ja irgendwie voller Glitches sei oder sowas sein soll, die du alle gefunden hast. Ich habe während meines Playthroughs nicht einen einzigen gefunden. Die beste Soul King. Verdammt. Ich will noch ein bisschen Sogeking-Action in diesem Let's Play noch sehen. Ja gut, das bisschen bringt jetzt ja auch nichts. Habe ich dir mal gegeben. Verdammt. Tja. Verdammt, das Stream-Delay. Ja, schon blöd. So, das bekommt Ruffy, der braucht 300 Leben, genau. Dann kriegt das noch ein Chopper und Zorro. Okay, wunderbar. Sollen wir das Festmahl, diesen Riesenpanzerboot, also das Seekönigen-Festmahl mal auch im Stream machen, Jan? Ja, wieso nicht? Schon, oder? Okay. Dann brauche ich jetzt eine Muschel, die sind auch auf der ersten Insel. Da können wir gleich mal hingehen. Wo zum Teufel kann man bitte Wind Waker glitchen? Wind Waker? Oder Wind Waker HD, besser gesagt, auch noch. Malte hat anscheinend auch Wind Waker HD geglitcht. Eine gute Frage. Wüsste ich jetzt gar nicht. Nebenbei dahin, wo du den Weg aufgesprengt hast. Was also hoch, du? Die, wenn du die Muschel angeln möchtest. Die große Muschel? Hm? Ich brauche erstmal die kleine. Na gut. So. Schon hinsetzen. Ja gut, von Decay brauche ich sowieso... Da erwartet man sowieso, dass er alles glitscht. Dass selbst wenn es das neueste Naruto-Spiel ist, dass er das auch irgendwie glitscht. Da weiß man nicht, ob man das glitschen kann. Ja, dass man das normale Wind Waker durchglitschen kann, das weiß ich auch. Ja, das kann man sogar ziemlich krass glitschen. Das kannst du so weit glitschen, dass du einfach auf dem Wasser im Endeffekt einfach rumlaufen kannst. Oder dass du solche Moonjumps hast. Die ganzen Glitches kenne ich auch. Auch wenn ich gerade nicht mehr weiß, wo ich das letztens noch gesehen habe. Hey, Yannick, mach Stimmt, Kräle. Peanut Butter Gamer. Der hat ja jetzt einen Zelda-Monat und da hat er, ich glaube, letzte Woche gezeigt, was alles für Glitches in Wind Waker gibt. Okay. Und... Das müsste eine Muschel sein. Da hat man echt gesehen, wie übelst hart die Glitches in Wind Waker sind. Aber ich hätte wenigstens in HD, hat man es vielleicht ein bisschen verbessert? Es waren ein paar Glitches sind rausgenommen worden, definitiv. Ja, Wind Waker Glitches grenzen an schwarzer Magie. Oh ja. Yay, eine Muschel. So, ich glaube, eine reicht uns. Du hast gesagt, die Quallen können wir ja noch nicht machen, ne? Ich will mal wissen, was man hier so auf der höchsten Ebene, also auf 90 Quallen? Meter plus. Ja, ich brauche Quallen für irgendein Menü, aber da... Hast du gesagt, da brauche ich noch irgendwas? Diesen Fisch, auf dem irgendwelche Kräuter wachsen. Ah! Aber da kann ich noch nicht hin, hast du gesagt. Genau. Weil das ist dort, wo du auch Sogekings Maske bekommst. Und dafür musst du eine Leiter bauen auf Insel 2. Okay. Na, das kommt erst im Let's Play. Genau. Glitches in den Spielen sowieso total witzig. Ja, ich find Glitches super. So, okay, eine Makrele. Wahnsinn. Wer sind eure Hass-Let's-Player? Ich. Keine Ahnung, jemand, den ich nicht schauen würde. Ich weiß nicht, ob ich einen Hass-Let's-Player habe. Jeder hat irgendwie seine Berechtigung zu leben. Also ja. Auch im Let's-Play-Dasein, ne? Mhm.
Von daher. Die alle brauche ich nicht mehr, gell? Da haben wir alles. Die Asche kann ich verfüttern. Ich glaube, die brauchst du nicht. Die Ranken brauche ich nicht mehr. Du kannst sowieso mal bis dein Inventar aufräumen. Mache ich gerade. Gut. Die vier Eissplitter brauche ich nicht mehr. Da mag jemand Gronkh anscheinend nicht. Es ist halt Geschmackssache. Let's Players sind generell Geschmackssache. Es gibt auch viele, die mich oder Jan nicht mögen. Was? Schießpulver. Habe ich gerade. Gut. So. Ja, es gibt. Wenn man einen Let's Player nicht mag, dann guckt man ihn einfach nicht. Genau, Ende. Richtig. Das ist. Fertig. Mehr braucht man dazu nicht sagen. So, und jetzt hast du noch gesagt, wo gibt's die große Muschel? Da, wo du dir den Weg aufgesprengt hast, durch einen Felsen durch, wenn du dich erinnerst. Nein. Dann geh ich einfach gleich direkt hier den Berg quasi hoch. Ach, oben, ach, links, meinst du? Genau, dann gehst du also einfach da von der Sunny aus nach rechts den Berg hoch und dann oben dann an den Stein vorbei. War das hier? Ich glaub schon. Wenn ich gleich sehe, wo du lang gehst, dann kann ich dir sagen, ob ja oder nein. Ja, das sieht richtig aus. Also ich gucke an sich recht gerne das Minecraft-Let's Play von Gronkh. Wenn du siehst, dass du irgendwo durch einen Stein durch kannst, dann bist du richtig. Aber das sieht falsch aus. Doch. Also du warst eben falsch da, wo du vor 5 Sekunden warst. Ja. Ich schaue, du findest den Weg schon alleine. Ich hoffe. Oh, hier haben wir noch Eisenerz. Das ich nicht mehr brauche, aber okay. Ne, eine blaue Kugel habe ich gefunden. Die das ich kann auch man auch benutzen. Ja, brauche ich aber trotzdem nicht. Das ist auch eine gute Sache, dass man nicht weiß, wie man sich Hass anfühlt. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen einzigen, ich kenne keinen einzigen, den ich wirklich hasse. Ja, ich auch. Also es gibt so den einen oder anderen, es gibt so die eine oder andere Person, die kann ich jetzt nicht wirklich leiden. Also der gehe ich einfach auch wirklich aus dem Weg. Mit denen möchte ich auch einfach gar nicht reden und so, aber so wirklich hassen? Nee, gar keinen. Oh, mir fällt eine ein. Die kennst du auch, ne? Aber bitte? Die weißt du auch, wenn ich meine. Ich glaube schon, wenn ich weiß, wen du meinst. Aber das werde ich nicht sagen, nein, das ist... Ich finde meine Kommentare gerade gut. Marco spielt gerade mit Zorro, wie soll er da den Weg alleine finden? Er hat es komischerweise irgendwie geschafft mit ein bisschen Hilfe. Ne, weil da kriegst du mal ein bisschen Mehl, was du wahrscheinlich schon längst hast, nachdem ich das schon gesagt habe. Das war kein Mehl. Oh, Zwieback. Okay. Aber wie viele Meter gibt es denn die großen Muscheln? Weiß nicht, wirf einfach raus. Ich würde vielleicht die Gegner zuerst töten. Ich weiß nicht, ob die dich beim Angeln behindern. Ich weiß nicht, ich glaube, die interessieren sich. Die Anzeige ist wieder weg, von daher. Die interessieren sich, glaube ich, auch ziemlich wenig für mich. Brutal war der Pokémon XY-Spam, als die Spiele neu rausgekommen sind. Och, dann wartet mal in 2 Wochen ab, was da passiert. Nächste und übernächste Woche. Also sobald die PS4 und die Xbox One auch in Europa raus sind, dann ist die Hölle los. Meinst du das Let's Play-mäßig? Natürlich. Denke ich auch, ja. Dann ist sowas von die Hölle los. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Amis eh schon voll losgelegt haben, weil die haben ja schon ihre PS4 seit gestern. Und... Das Problem dabei ist aber, dass es gerade für diese großen Konsolen einfach zu viele Leute gibt, die es machen. Ja. Und, also allein ja Gronkh, Saraza, Pizmit, was du auch meinst, das werden so viele Let's Plays von kommen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich werde die PS4 schon Spiele spielen, wenn ich sie mal habe und wenn sie dann rauskommen, die Spiele. Aber ich erwarte mir da jetzt keine großartigen, keine Ahnung, wie soll ich sagen, also mega Aufrufe. Ich kann jetzt schon mein erstes PS4-Let's Play ankündigen. Kingdom Hearts. Nein. Nicht? Tales of... was auch immer. Was dann wahrscheinlich irgendwann 2015 erscheinen wird. Tales of was auch immer. Cooler Titel. Tales of... Ich weiß nicht, es gibt ja noch keinen Namen für, weil da noch keins entwickelt wurde. Nee, Moment, 2015 ist zu früh. 2016. Wenn ich so lange noch Let's Plays mache. Falls ich bis dahin noch Let's Plays mache, wird wahrscheinlich allerfrühestens 2016 ein PlayStation 4 Let's Play, das von mir dann kommen. Kannst du mal aufhören zu ziehen, du Spasti?
Weil wow. Für was anderes als für ein Tales-Spiel würde ich mir wahrscheinlich eine neue Konsole erstmal nicht holen. Auch nicht für Kingdom Hearts? Nein. Final Fantasy 15? Kingdom Hearts kommt sowieso erst auch 2016 oder noch später raus. Echt? So spät? Ja, das wurde schon von Anfang an gesagt, dass das Spiel viel zu früh angekündigt wurde. Und dass es eigentlich noch ganz am Anfang der Entwicklung ist. Weil die haben gesagt, die wollen erst das neue Final Fantasy machen, bevor sie sich an Kingdom Hearts setzen. Okay. Von daher wird erstmal Final Fantasy irgendwann kommen und dann fangen sie an Kingdom Hearts weiterzuarbeiten. Der hört nicht auf zu ziehen! Jan! Sag dem was! Bah! So, ich hoffe, ich hab ihn erschreckt. Jetzt hat er aufgehört. So. Ich hab ihn wirklich erschreckt, oder was? Na, wahrscheinlich. Ja. Wie gesagt, also Kingdom Hearts erwarte ich ehrlich gesagt nicht vor 2015. Neues Tales-Spiel in Europa. Ende 15, ein Hai. 16. Ein normaler Hai? Ich habe einen Hai bekommen. Der war aber hart. Ja. Dachte ich mir auch gerade. Eine Xbox One würde ich mir wahrscheinlich gar nicht holen, weil es dafür keine Tales-Spiele geben wird. Echt? Wird es nicht auf den Xbox spielen? Nee, YouTube hat gesagt, er möchte sich jetzt voll und ganz auf PlayStation konzentrieren, weil dort viel mehr, weil dort die Fanbase viel größer ist. Okay. Von daher, ich gehe davon aus, es wird noch ein PlayStation 3 Spiel kommen von Tales of Spielen, das nächstes Jahr angekündigt wird. Und ab dem Jahr danach, sprich ab 2015, kündigen wahrscheinlich das erste für die PlayStation 4 an. Und das wird wahrscheinlich bei uns irgendwann Ende 2000. Im Moment, das wird im Juni angekündigt. Dann wird das wahrscheinlich irgendwann im Herbst in Japan erscheinen. Dann wird es wahrscheinlich bei uns irgendwann Anfang 2016 erscheinen. Muschel ab 50 Meter. Okay. Worauf ich mich aber freue, ist erstmal für die PlayStation 3 natürlich Kingdom Hearts 2.5. Ja, ich bin. Ja, wobei ich das ehrlich gesagt echt schade finde mit der deutschen Synchro. Stört mich ehrlich gesagt nicht. Doch, also ich bin ja nicht so mit Kingdom Hearts aufgewachsen wie du. Ich bin ja quasi erst vor 2 Jahren in Kingdom Hearts 1 und 2 reingekommen und da stört mich die fehlende deutsche Synchro nicht wirklich. Mir gefällt auch die englische sehr gut. Und ich freue mich dann, wenn auch 2.5 dann irgendwann mal bei uns kommt. Da kann ich auch endlich mal Birth by Sleep spielen. Yay, ich hab sie. Weil ich habe bisher, weiß nicht, irgendwie nie die Lust gehabt, mir das für die PSP zu kaufen, weil PSP gefällt mir sowieso nicht so sehr. Von daher kann ich es dann endlich mal für die PS3 spielen. So, ich glaube, ich brauche nur eine Muschel dafür, ne? Schau in die Anleitung rein. Warte. Ich mache gerade Kokosnüsse hier. So. Der Kokosnussspalter. Anleitungen, kochen. Das kann ich auf jeden Fall machen und das kann ich machen. Perfekt. So, das müsste ich dann dafür... Muss ich nochmal in die vierte Insel, glaube ich. Das waren diese Kreaturen, die ich immer noch nicht gefangen habe. Und die Faustkrebse brauche ich immer noch. Jan. Die Faustkrebse dürfte es eigentlich dort geben, wo... Ne, Moment. Da, wo du die Ballonkatzenfische gefangen hast, gab es die Krallengarnelen. Okay. Waren die Faustkrebse? Leute, wo waren die Faustkrebse? Irgendwas sagt mir gerade Insel 2. Insel 2, der eine Angelplatz da hinten bei den Rotbäumen, Rotfruchtbäumen. Meinst du? Ich habe keine Ahnung. Okay. Irgendwie sagt mir, dass es dort vielleicht ist. Irgendwie sagt es mir, dass es dort vielleicht ist. Insel 4 auch. Und auf Insel 1 auch. Ich glaube an sich, die gibt es eigentlich fast überall. Nur hast du bisher noch nie einen rausgezogen. Wow. Du kannst ja mal oben versuchen, dort, wo du den Ballonkatzenfisch da auf dem Weg zu Enel gefangen hast. Gleich neben den Goethe-Hummern. Ja. Ich koche jetzt erstmal das große Makrelen. Ah, genau, ich geb's Ruffy. Ne? 1-1. Wenn ich wechsle im Critical Mode unter Level 80 besiege, spendet mir Malte 5 Euro. Okay. Die Sache ist, ich würde Kingdom Hearts nie in Critical Mode spielen. Ich spiele Kingdom Hearts nur auf normalen Modus und das ist mir schon schwer genug. Was ist denn Critical Mode? Meine Critical ist sowas wie Ultimate hier in Ultimate. Also noch über dem Hard Mode, glaube ich, ist das eine Mode.
So, Möwenknochensuppe. Das bekommt. Ja, mal Lysop. Machen wir Lysop auch mal ein bisschen stärker. Und noch eine Sache, bitte nicht nach irgendwelchen.